Dieses Video entstand mit Unterstützung von MiracleGames.de, dem Magic Online Shop für Einzelkarten, Booster, Decks und Zubehör. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von IntroPacks zu Schatten über Innistrad. Wieder mit dabei, hinter der Kamera, Bernie. Hallo da draußen. Und heute stellen wir euch das vierte Deck vor. Rot-Weiße. Genau, Zorn der Engel, das erste Engel-Deck. Und ich mache das auf und Bernie quatscht euch wieder die Ohren voll. Genau, wie immer an dieser Stelle danke an Miracle Games für die Unterstützung, für diese Intro-Packs. Ja, wir haben es beim letzten Video nicht erwähnt, aber bei den vorherigen schon. Wir werden das Ganze wieder live streamen, da werden die auch verlost, diese Decks. Aber dazu kommt noch ein spezielles Video dafür, dass ihr auch up-to-date seid. Ja, die Decks sind immer so aufgebaut, dass zwei Booster drinnen sind, eine Referenzkarte, ein bisschen eine Illustration und ein 60-Karten-Deck. Welches eigentlich immer ein Thema von einem Set auffasst. So sollte man eigentlich das immer sehen. Und in dem Fall haben wir hier diese Regelkarte, die brauchen wir nicht. Haben wir eben das rote Deck mit Engeln. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich so ein Engel-Deck ist. Mensch, Engel, Wolf, nee, na, schauen wir mal. Jetzt nehmen wir mal die Länder weg. Viele Basics, kein Doppelland, so wie beim Grün-Schwarzen, da war ein Doppelland dabei, aber hier nicht. Ja, hier haben wir Spells, viele rote, also das ist eher wirklich rotlastiger, wie es ausschaut und ich bin echt schon gespannt, ja. Der flammende Flammenklingen-Engel für 6 Mana 4-4 ist hier in Foil gehalten, die Rare, was eben diese Box ziert. Ein Engel, der fliegend ist natürlich und immer wenn eine Quelle, die ein Gegner kontrolliert, dir oder einer beliebt bleibenden Karte, die wir kontrollieren, Schaden zufügt, kannst du den Engel, dem Beherrscher dieser Quelle, einen Schadenspunkt zufügen lassen. Das heißt so ein bisschen Reflect auf den Gegner wieder. Die zweite Rare hier, Spielwiese, der Teufel für 6 Mana, eine Hexerei, ziemlich teuer, aber auch trotzdem eine Rare. Bringe 4 1-1er rote Teufel-Kreaturenspielsteine ins Spiel und die haben, wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ja, so lala, also mein Ding ist es nicht, aber ich bin bekanntlich ja nicht dieser rote Spieler. Aber ich glaube, die Karte ist dennoch nicht wirklich das meinige. Gut, fangen wir hier an mit den Kreaturen. Gestrenger Constabler. Gestrenger Constabler, oder wie sagt man denn das dann? Constabler. Ja, keine Ahnung. Ein weißes Mana 1-1 mit einer Tap-Funktion. Wir dürfen eine Karte abwerfen oder müssen und tappen eine Kreatur unserer Wahl. Ist hier zweimal drin, passt irgendwie nicht hier rein, kommt mir vor. Glutaugen, weil Rot hat immer das Problem, dass eh schon zu wenig Karten, also ich würde das eher jetzt nicht unbedingt spielen wollen. Glutaugenwolf für 2 Mana 1-2 mit Eile, der eben so ein bisschen Feueratem hat, das heißt für 2 Mana kriegt er 2+0 bis zum Ende des Zuges und das kann man schon mehrmals aktivieren, würde den lieber gleich mal hier auf 4 aufstocken. Teufelsdornfuchs, eine Vanilla für 2 Mana, 3-1, kennen wir ja zu Genüge solche, sind spielbar, kann man auch drin lassen oder eben gegen bessere Karten dann auswechseln. Ungebärdige Meute für 2 Mana, 1-1, immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, legen wir eine 1-1er Marke auf eben diese Meute. Ist okay, gerade wenn man viele Token spielt und sie sterben, gilt das ja genauso, dann kann man den relativ schnell wachsen lassen. Heulerrudelwolf für 3 Mana, 3-3, wenn er kann nicht blocken, es sei denn, wir kontrollieren einen anderen Wolf oder Werwolf. Na, schauen wir mal. Zweimal drin. Hier haben wir einen Hund, Gefährte des Kartariers für 3 Mana, 3-1. Immer wenn wir einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirken, kriegt eben dieser Gefährte bis zum Ende des Zuges Unzerstörbarkeit. Ja, ich weiß nicht, da ist dreimal sogar drin. Nee, würde ich jetzt hier nicht unbedingt drin lassen. Führerlose Kutsche, 4 Mana, 5-6, verursacht Trampelschaden. Wenn die führerlose Kutsche angreift oder blockt, opfere sie am Ende des Kampfes. Ja, die haben wir bei einem Booster schon gesehen. Ist jetzt hier auch so lala. Also ich muss sagen, irgendwie diese rot-weißen Decks sind nicht mehr dasselbe. Ja? Na, aber überhaupt schauen wir. Nicht. Nee. Muss ich echt sagen, enttäuscht mich eigentlich immer ein bisschen. Feuerbrandhund für 4 Mana 2-3 verursacht Trampelschaden. Immer wenn wir einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirken, legen wir eine +1/+1 Marke auf den Feuerbrandhund. Zweimal drin, inspirierender Hauptmann für 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spiel kommt, kriegen alle Kreaturen +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Ja, ist jetzt nicht so wirklich mächtig, jetzt müssen wir schauen. Wir spielen ja doch einen ganzen satten Pack hier an Spells. Da würde ich aber eher schauen, dass wir Bravour vielleicht noch irgendwo einpflegen können. Generell so als Tipp, um das auch wirklich hier aus
bauen zu können. Wir haben hier für ein Mana zweimal drin die Blitzaxt. Als Spontanzauber werfen wir als zusätzliche Kosten eben eine Karte ab oder bezahlen noch 5 weitere Mana. Dann fügt er einer Kreatur 5 Schadenspunkte zu. Ist heftig. 5 Schadenspunkte ist schon richtig gutes Removal. Würde ich aber auch drin lassen, auch wenn wir eine Karte abwerfen. Nur, wie gesagt, Vorsicht, sollte ja doch eher eigentlich aggressiv sein, das Deck. Ist es aber in dem Fall ein bisschen nicht, ist so ein bisschen auf Midrange aufgebaut. Da hat man dann zu wenig Karten am Ende. Adrenalinschub, rotes Mana, eben hier wieder Spontanz, aber wo eine Kreatur +2/+1 und Trampelschaden bis zum Ende ist, kennen wir ja schon, hat nur damals anders geheißen. Weißt du den Spruch noch? Wo eben Trampelschaden? Ja, +2/+1. Hat sie schon gegeben, aber ist ja zweimal drin. Kann man durchaus hier auf dem Playset aufstocken, finde ich immer gut zum Anfang, zum Druck machen und den Gegner ein bisschen in die Defensive zu bringen. Segnung des Dommelgreifs für ein weißes Mana, eine Verzauberung. Die kriegt +1/+0 und hat Flugfähigkeit. Und für 4 Mana können wir diese Segnung aus dem Friedhof an eine Kreatur unserer Wahl wieder ins Spiel zurückbringen. Aktivieren wir aber nur, wenn wir eine Hexerei können. Absolut okay, würde ich auch hier wirklich öfters reinpacken. Magmaschneise, weil es eben Evasion bringt. Ne? Magmaschneise für 2 Mana eine Hexerei. Nicht fliegende Kreaturen können diesen Zug nicht blocken. Das heißt, hat ja ein bisschen so eine Semi-Synergie, aber muss man jetzt nicht unbedingt drin lassen. Da lieber andere Karten rein. Nahires Machenschaften für 2 Mana eine Verzauberung. Zu Beginn des Kampfes in unserem Zug kriegt eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, Unzerstörbarkeit. Und für 2 Mana fügen wir einer blockenden Kreatur unserer Wahl einen Schadenspunkt zu. Vorsicht, das kann man auch öfters benutzen. Ist absolut okay, ist hier zweimal drin, wird es aber auch bei zweimal belassen. Wir brauchen Kreaturen und am besten Spells, die eben unsere Kreaturen triggern lassen. Engelhafte Säuberung für 3 Mana eine Hexerei. Wir opfern eine bleibende Karte als zusätzliche Kosten, um eben diese Säuberung zu wirken. Dann schicken wir ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung unserer Wahl ins Exil. Ist okay als One-Off, kann man auch zweimal notfalls setzen, je nachdem gegen welches Meta man so spielt. Axt des Mörders für 4 Mana eine Artefakt-Ausrüstung, wo die Kreatur +2/+2 kriegt. Und zum Ausrüsten muss man aber eine Karte abwerfen. Ich würde das Ding raushauen. Und ganz ehrlich gesagt. Tanz der Teufel für 4 Mana, ein Spontanzauber, wo wir 2 Teufelkreaturensteine ins Spiel bringen, wo wieder synergiert mit diesen Marken, wie man schon vorhin angesprochen haben. Wenn eben diese Kreatur stirbt, fügt sie eben einer Kreatur oder einem Spieler unserer Wahl einen Schadenspunkt zu. Ist zweimal drin, kann man auch so drin lassen. Innere Zerrissenheit für 4 Mana, ein Spontanzauber und eine Kreatur unserer Wahl fügt sich selbst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Das heißt, auch gegnerische Kreaturen, gell? Also nicht jetzt falsch verstehen. Zweimal drin, lasse ich auch bewusst so drin. Zwietracht in den Reihen für 5 Mana, einen Spontanzauber, eine blockende Kreatur unserer Wahl, kämpft gegen eine andere blockende Kreatur deiner Wahl. Das heißt, hier könnte man den Gegner entsprechend 2 Kreaturen wegnehmen lassen. Mhm. Je nachdem, was für Kreaturen hier kämpfen, ist okay, aber wie gesagt, habe ich genannt, dass wir hier ganz andere Karten doch auf dem Blitzet aufstocken können. Jo. Um grob zu sagen, die Latte war schon sehr hoch bei den anderen Intro-Packs. Ich muss sagen, mir gefallen die anderen besser. Es, glaube ich, spielt sich nicht wirklich schnell. Es spielt sich nicht wirklich stark. Die Frage, also ich glaube, dass es ziemlich unter Bedrängnis kommen wird. Ist meine ehrliche Einschätzung zu dem Deck. Mhm. Und ich erwarte mir für Rot-Weiß-Kombinationen einfach ein bisschen mehr. Mehr Druck. Genau, einsteigerfreundlich, ja. Aggressiver, wesentlich aggressiver. Was mich ein bisschen enttäuscht ist, das Thema ein bisschen verfehlt. Also der Titel heißt Zorn der Engel. Hat sehr wenig mit dem Thema zu tun. Die Synergie jetzt von den Karten her finde ich jetzt auch nicht optimal. Also da sind die anderen 3 Decks wirklich sehr gut synergiert gewesen. Mhm. Das ist eigentlich eher ein bisschen ein liebloses, rot-weißes, Agro-Midrange lieblos gebaut, würde ich jetzt mal sagen. Also hat mich jetzt wirklich sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss ich jetzt Kritik äußern, also gegenüber den anderen 3 Decks, was wir vorgestellt haben. Da müsste ich mir einfallen lassen oder weniger Intro-Decks rausbringen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Das Ding ist einfach eher schwach und das wird sich auch in den Gameplays dann sicherlich zeigen. Ja, aber okay. Genug der negativen Kritik, es ist halt einfach mal so, wir sind ja auch ehrlich.
packen wir mal aus, ob wir was finden, was es ein bisschen besser machen kann. Waffenstärke, ihr für ein Mana, eine Kreatur kriegt +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Und falls wir eine Ausrüstung haben, bringen wir noch einen Spielstein ins Spiel. Kann man durchaus hier einbauen, weil damit mache ich schon weitaus mehr Druck wie mit vielen anderen Spells, die hier drin sind. Den kann man einbauen, war schon dreimal drin, kriegen wir auf dem Playset raus. Ist für zwei Mana absolut okay, auch wenn es nur eine Vanille ist. Hier haben wir anmaßende Neugeborene für ein Mana 1/1 mit bedrohlich. Und wir können eine Karte nachziehen. Ja, man kann es einbauen, weil im Endeffekt ist das sowieso irgendwie ein Haufen, das Deck. Meine ehrliche Meinung. Ja, aber finde ich nicht so schlecht, weil durchs bedrohlich kann er im Prinzip nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr. Das heißt, er braucht schon zwei Blocker für ihn, um ihn aufzuhalten, was schon mal wertvoll ist. Man zieht die Aggro von Gegner schon mal auf ihn stärker. Genau, und man kann ihn ja mit den Ausrüstungen ein bisschen verstärken. Ja. Gut, aber hier ist dann nichts mehr. Öffnet die Rüstungskammer für zwei Mana, durchsuchen unsere Baby nach einer Aura-Ausrüstungskarte und zeigen sie vor. Kann man einbauen, weil wir haben ein paar Ausrüstungen, muss man aber nicht. Also wäre eher was für wirklich ein Midrange-Deck, aber hier eher nicht so passend. Und hier haben wir Unterwassergrab-Tempel, das Rearland, wo wir eben Mana-Fahrt und ein Waste erhöhen. Ja, aber bringt uns eigentlich nichts. Und ja, der bringt uns eigentlich auch nichts. Okay. Jetzt würde es im Prinzip nur noch gut machen, das Intro-Pack, wenn ein schöner Planeswalker drin wäre. So, ja, das wäre jetzt wirklich was. Schauen wir mal. Wir brauchen gestrengter Constabler. Ja, okay, haben wir ja gesagt. Ich halte von dem hier in dem Ding gar absolut nichts. Absolut sinnlos. Ja. Sinnlose Raserei für 2 Mana, verzaubert eine Kreatur. Die kriegt +2/+2 und mit Wahnsinn, wenn man sie abwerfen kann, kann man sie auch für 2 Mana wieder wirken. Das auch in der Gegner schon. Ist okay, also die kann man einbauen, wenn ich mehr eben schaue, dass ich meine kleinen Kreaturen stärker machen möchte. Quälende Stimme, die kann man durchaus hier einbauen, immer gut, wird oft auch als Sideboard-Karte verwendet, weil man einfach Karten nachzieht und das ist das Problem einfach bei Rot, dass wir einfach zu schnell Karten loswerden. Vorteil der Mörder hier für 3 Mana 2/2, zum Versorgungssegment, falls eben keine Zaubersprüche gewirkt wurden im letzten Zug, transformieren wir ihn und dann haben wir einen Werwolf, der eben 4/4, ja, er ist zumindest besser wie manche andere Karten da drinnen. Ja, aber dazu spielen wir viel zu viele Zauberkarten, dass... Genau. Innere Zerrissenheit haben wir schon zweimal drin, kann man reinbauen, aber man muss schauen, auch die Mana-Kurve eher unten zu halten, würde ich sagen. Oh, und hier haben wir zumindest eine Müftig, und zwar die Goldnachtzüchtigerin für 4 Mana 4/9, fliegend Eile, also die passt hier auf alle Fälle rein, weil es ein Engel ist, weil es auch wirklich günstig ist. Sie fügt, falls eine Quelle eben und Schadenspunkte zu, fügt sie halt stattdessen doppelt so viel Schadenspunkte zu. Aber ich glaube, wenn man die mal Runde 4 schon draußen hat, 4/9, ist das schon ziemlich heftig, ja. Und vor allem kann man mit dem ja ziemlich viel Schaden wegblocken, das muss man auch dazu sagen, ja. Falls eben die Goldnachtzügerin Schadenspunkte zufügen würde, fügt sie der Goldnachtzügerin stattdessen doppelt so viel Schadenspunkte zu. Das heißt, wenn einer mit 5 geblockt wird, mit 5 Angriffsschläge, ist sie natürlich dann auch Game Over. Gut, aber das war's schon. Ja, zumindest die Booster Packs, nicht schlecht. Ja, zum Deck brauche ich eigentlich nichts mehr dazu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht das tollste Deck, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns schon langsam. Wenn ihr euch das Video gefallen hat, bewertet das Video mit einem Däumchen oder schreibt fleißig Kommentare, ob ihr vielleicht das Deck besser seht als wir. Würde uns auf jeden Fall interessieren und ein bisschen diskutieren. Und in diesem Sinne würden wir uns verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Intro-Pack-Match. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.